Willkommen zum dritten Teil Übergewicht und Adipositas. Wir werden uns heute mit der medikamentösen Therapie und der Adipositas-Chirurgie beschäftigen. Es wird insbesondere um Appetitzykler, Orlistat und Liraglutid gehen. Medikamente zur Gewichtsreduktion, Anti-Adiposita. Diese zeigen in der Regel nur einen kurzfristigen Effekt, haben aber zum Teil erhebliche Nebenwirkungen. Studien in Bezug auf die Mortalität und die kardiovaskuläre Morbidität fehlen. Auf keinen Fall sollen die Medikamente Ersatz für die Basistherapie sein. Vorsicht mit der Abgabe von Medikamenten an Kinder, an Jugendliche, an Schwangere, an Stillende. Und insbesondere Patienten mit Essstörungen im Auge behalten. Wenn jemand mit Normalgewicht beispielsweise Antiadiposita verlangt, könnte der Verdacht auf Magersucht bestehen. Starten wir mit den Appetitzyklern, den Anorektika. Diese wirken über den Sympathikus. Der Appetit wird vermindert und der Stoffwechsel wird gesteigert. Wir hatten schon besprochen, Substanzen, die Konzentration und Aufmerksamkeit erhöhen, erzeugen auch eine Hungerreduktion. Und dazu zählen die Sympathomimetika. Diese wirken amphetaminartig. Sie erhöhen Konzentration und Aufmerksamkeit. Umgekehrt, Substanzen, die müde machen, die sedieren, wie die H1-Antihistaminika, die H1-Blocker. Diese steigern den Appetit und letztlich das Gewicht. Zu den Nebenwirkungen werden wir gleich noch einmal kommen. Diese sind bedingt durch die sympathomimetische Wirkung. Beim Absetzen kann es zu Entzugserscheinungen kommen. Durch den Jojo-Effekt kann es zur Gewichtszunahme kommen. Die Präparate sollen immer ausschleichend abgesetzt werden, das heißt, die Dosis ist langsam zu reduzieren. Ideal sind Darreichungsformen in Tropfenform, die Tropfenanzahl kann langsam heruntergefahren werden. Die Amphetamin-Derivate wirken zentral erregend, sie putschen auf, sie machen abhängig, sie führen aber auch zu Schlafstörungen. Das ist der Grund, warum die Präparate morgens eingenommen werden sollen. Schwindel ist möglich, also Vorsicht beim Autofahren. Nun zu den Belastungen des Herz-Kreislauf-Systems. Es kann zu Tachykardien kommen, es kommt zur Hypertonie, zur pulmonalen Hypertonie. Vorsicht, wenn plötzlich Atembeschwerden auftreten. Es kann zu Schäden an den Herzklappen kommen oder zu Herzmuskelschwäche. Weitere typische adrenerge Nebenwirkungen sind die Mydriasis oder die Verstopfung. Beim abrupten Absetzen sind Depressionen möglich. Die Kontraindikationen ergeben sich aus den Nebenwirkungen. Tachykardie, hoher Blutdruck, Schilddrüsenerkrankungen. Auch die Schilddrüsenhormone aktivieren das Herz. Die gutartige Prostatavergrößerung, die BPH bei Männern, die Miktionsbeschwerden werden verstärkt. Die einzige Substanz, die noch im Handel ist, ist das Amphepramon. Nach Fachinformationen nur kurzfristig und unterstützend zu verwenden. Also 4 bis 6 Wochen, maximal 3 Monate. Die Wirkung lässt nach einigen Wochen nach. Es kommt zur Rezeptoradaptation. Die Nebenwirkungen hatten wir uns angeschaut. Eingesetzt werden soll die Substanz oder kann ab 12 und bei einem BMI von mindestens 30 Kilogramm pro Meter zum Quadrat. Nur zusammen mit der Diät und Bewegung. Das oder sollte ein und sein. Es gibt eine ganz aktuelle Meldung. Der Ausschuss für Risikobewertung der EMA hat empfohlen, die Zulassungen zu widerrufen. Es wurde festgestellt, dass die Arzneimittel wiederholt mehr als 3 Monate angewendet werden, dass die Arzneimittel bei Patienten mit Herzerkrankungen eingesetzt werden, bei Patienten mit psychiatrischen Störungen und sogar in der Schwangerschaft.
Die anderen Appetitzügler werden alle nicht mehr vertrieben. Das war das Norepinephrin oder Phenylpropanolamin, das Norpseudoephedrin oder Katin und das Phentermin. Nun zu einem Kombipräparat, das Mysimba. Enthalten ist Naltrexon. Naltrexon ist ein Opioid-Rezeptor-Antagonist, der zur Entwöhnung von Opioidabhängigen eingesetzt wird. Hier soll die Substanz gegen die suchtartige Nahrungsaufnahme wirken. Der zweite Wirkstoff, das Bupropion oder Amphebutamon, ist eine Substanz, die amphetaminartig wirkt. Es wird die Wiederaufnahme von Noradrenalin und Dopamin gehemmt. Die Substanz wird auch zur Raucherentwöhnung eingesetzt, hier unter dem Warenzeichen Zyban und bei Depressionen, in dem Fall das Warenzeichen Elontril. Das Kombipräparat soll die suchtartige Nahrungsaufnahme reduzieren, soll den Energieverbrauch nach oben schrauben und soll über Dopamin das Belohnungszentrum bedienen. Die Dosis wird über 4 Wochen langsam gesteigert, es wird eingeschlichen. Am Ende werden 2 Tabletten morgens und 2 Tabletten abends eingenommen. Wenn das Ausgangsgewicht nicht um mehr als 5% innerhalb von 16 Wochen abgenommen hat, ist die Behandlung abzubrechen. Eingesetzt werden kann das Präparat ab 18, ab 65 nur noch mit Vorsicht und über 75 am besten gar nicht mehr. Auch hier, der BMI muss über 30 liegen und alternativ WMI ab 27 mit Risikofaktoren wie kontrolliertem Bluthochdruck, Hypercholesterinämie oder Diabetes Typ 2. Zu den Nebenwirkungen. Das Bupropion, anderer Name hatten wir schon gehabt, das Amphebutamon ähnelt dem Appetithemmer Amphepramon. Das heißt, hier steckt schon das Amphetamin mit im Namen drin. Deswegen wird auch der Name Amphebutamon kaum noch genutzt. Nebenwirkungen, typische Nebenwirkungen können Krampfanfälle sein. Beim Naltrexon Übelkeit und Obstipation. Bei beiden Belastung des Herz-Kreislauf-Systems, Tachykardie, Hypertonie, Schlaflosigkeit und nicht zuletzt Suizidalität. Zu den Wechselwirkungen. Das Naltrexon, ein Opioid-Antagonist, hat eine lange Halbwertszeit, eine lange Rezeptorblockade zur Folge. Konsequenz, wenn Opiate eingesetzt werden, zum Beispiel nach einer OP, sind diese fast wirkungslos. Durch MAO-Hemmer wird der Sympathikus verstärkt. Nun zwei Substanzen, die kurze Zeit auf dem Markt waren, aber nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Erste Substanz, das Sibutramin. Die Zulassung ruht wegen der Nebenwirkungen. Die Substanz ist ein Noradrenalin- und Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Folge, wie bei den Amphetaminen, wird der Appetit gemindert. Es kommt aber auch zu Blutdrucksteigerungen, zu Tachykardien, zu Angstgefühlen und Schlaflosigkeit. Es wird immer wieder Sibutramin in rein pflanzlichen oder chinesischen Schlankheitsmitteln gefunden. Dieses ist nicht deklariert, die Mittel helfen natürlich, zeigen aber die erwähnten Nebenwirkungen. Nur eine Anmerkung: die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, das heißt die Antidepressiva oder die NSRI, mindern zwar auch den Appetit, aber sie werden nicht als Appetitzügler eingesetzt, da sie ganz, ganz viele andere Nebenwirkungen noch haben. Zweite Substanz, das Rimonabant, ist außer Handel wegen der psychiatrischen Folgen. Es kommt vermehrt zu Depressionen und zu Suiziden. Der Angriffspunkt hier ist ein völlig anderer
als bei den Amphetaminen oder beim Sibutramin. In dem Fall wird das Cannabinoidsystem beeinträchtigt. Das Cannabinoidsystem wird durch Nahrungsentzug aktiviert und es wird der Appetit erhöht. Folge: Cannabis, Tetrahydrocannabinol, wird eingesetzt, um den Appetit zu steigern, hat aber auch eine leicht analgetische Wirkung. Jetzt setzt man Substanzen ein, die genau entgegengesetzt wirken. Das heißt, wir haben Cannabinoid-Rezeptorblocker und dazu zählt das Rimonabant. Diese mindern den Appetit. Und deshalb wurde die Substanz kurzzeitig eingesetzt bei Adipositas. Nun ein rein pflanzliches Produkt, der Mate-Tee. Wirksam ist in dem Fall das Koffein. Auch Koffein putscht auf, Koffein erhöht die Aufmerksamkeit und Koffein reduziert auch den Appetit. Die Anwendung von Koffein ist bei geistiger und/oder körperlicher Ermüdung. Ein Nebeneffekt, das Hungergefühl wird leicht gedämpft. Außerdem wird die Thermogenese gesteigert, das heißt der Energieverbrauch wird gering erhöht. Entsprechend wird dann Mate-Tee empfohlen zum Abnehmen, das grüne Gold der Indios. Aufpassen in Bezug auf das Koffein, es gibt Präparate, die sehr viel Koffein enthalten. Hier Beispiel 400 Milligramm pro Kapsel. Nur als Anmerkung, der Rotbuschtee ist koffeinfrei. Die nächste Substanz war vor Jahren der große Renner, es ist ein bisschen ruhig geworden. Orlistat. Orlistat ist ein Lipasehemmer. Orlistat hemmt den Abbau der Triglyceride und hemmt damit die Resorption der Triglyceride. Folge: Das zugeführte Fett wird zu einem großen Teil ausgeschieden. Dadurch kommt es aber auch zu teilweise heftigen Nebenwirkungen. Die Fette sind bei Adipositas jedoch weniger wichtig als die Kohlenhydrate. Der Effekt im ersten Jahr sind ca. 2 Kilo im Vergleich zu Placebo. Im zweiten Jahr ist dann oft kein Effekt mehr festzustellen. Orlistat gibt es in der Selbstmedikation mit 60 Milligramm. 120 Milligramm sind verschreibungspflichtig. Zum Einsatz in der Selbstmedikation ab 18. Ab einem BMI von über 28 Kilogramm pro Meter zum Quadrat. Nur zusammen mit den Basismaßnahmen, also hypokalorischer Kost und Bewegung. Die Einnahme erfolgt dreimal täglich mit jeder fetthaltigen Mahlzeit. Und zwar unmittelbar vor, während oder am besten kurz nach dem Essen. Wenn eine Mahlzeit ohne Fett eingenommen wird, braucht kein Orlistat eingenommen zu werden. Es sollten keine fetthaltigen Zwischenmahlzeiten aufgenommen werden. Die Substanz sollte maximal 6 Monate eingesetzt werden. Wenn nach 12 Wochen kein Erfolg da ist, ist das Präparat abzusetzen. Hier ein Auszug aus der Fachinformation. Falls Sie weniger wiegen als in der entsprechenden Tabelle angegeben, nehmen Sie Orlistat nicht ein. Nehmen wir ein Beispiel, Größe 1,60. Damit Orlistat eingesetzt werden kann, sollte die Person mindestens 71,75 Kilogramm wiegen. Präparat ist nicht geeignet in der Schwangerschaft und Stillzeit. Und wirkt nicht bei den mittelkettigen Triglyceriden, den MCT-Fetten. Diese werden ohne Lipase resorbiert. Zu den Nebenwirkungen. Es kann zu Kopfschmerzen kommen. Es kann zu Blähungen, heftigen Blähungen kommen. Bauchkrämpfe, Durchfälle, Fettstühle, Abgang öliger Flüssigkeit, ölige Flecken am After. Deswegen die Unterwäsche kann verölen, vereinfacht gesagt. Zu den Wechselwirkungen mit der Pille kommen wir gleich nochmal.
Weitere Nebenwirkungen, Infektion der Atemwege, eventuell durch verminderte Resorption des fettlöslichen D-Vitamins, Harnwegsinfekte. Es kann zu Leberschäden kommen. Rektalblutungen können auftreten. Falls dies der Fall ist, so steht es in der Fachinformation, unverzüglich den Arzt aufsuchen. Orlistat kann die Oxalatausscheidung im Urin erhöhen. Erklärung: die Fettsäuren werden nicht resorbiert. Folge: Das Fett reagiert mit den Calciumionen im Darm. Es kommt zu Calciumsalzbildung mit den Fettsäuren. Dadurch sinkt die Calciummenge, die Oxalat im Darm binden kann. Es wird vermehrt Oxalat resorbiert und dann auch durch die Niere ausgeschieden. Also es kann zu Oxalatsteinen kommen. Zu den Wechselwirkungen. Wir haben eine verminderte Resorption von ganz vielen Substanzen wie Cyclosporin, wie das Fenpropionat. Also das Makuma, entsprechend wichtig eine INR-Kontrolle. Eine verminderte Resorption des Vitamin D hatten wir eben schon erwähnt, Folge eventuell vermehrt Infektionen. Die Wechselwirkung mit der Pille. Die Resorption der Hormone in der Pille kann verringert werden. Die Resorption kann aber auch durch die Fettdurchfälle vermindert werden. Und nicht zuletzt werden andere fettlösliche Vitamine außer Vitamin D vermindert resorbiert. Die fettlöslichen Vitamine kann man sich über das EDEKA merken. Also zu empfehlen ist die Einnahme eines Multivitaminpräparates 2 Stunden vor Orlistat. Es kommt zur verminderten Resorption von Lot, Jod und dem Levothyroxin. Also Folge, es kann zur Hypothyreose in dem Fall kommen. Wichtig, der Arzt sollte wissen, dass der Patient Orlistat einnimmt und gegebenenfalls die Dosierung der Arzneimittel anpassen. Die Blähungen können durch Akkabrose verstärkt werden. Nun weitere Präparate, die die Fettresorption vermindern. Das Chitosan. Chitosan ist Bestandteil des Skeletts von Krustentieren, also beispielsweise im Krabbenpanzer. Ein Präparat wäre das Formulein L112. Einnahme zweimal täglich zum fetthaltigen Essen, am besten gegen Ende der Mahlzeit. Die Substanz wirkt durch Fettadsorption, das heißt, wir haben rechtlich ein Medizinprodukt vorliegen. Nur als Erinnerung nochmal, das Orlistat verhindert die Fettspaltung, das heißt, die Fette werden durch die Lipase nicht zerlegt und deshalb nicht resorbiert. Also hier ein anderer Mechanismus. Die Fette werden an das Chitosan adsorbiert und mit dem Chitosan dann ausgeschieden. Auch hier kommt es zu Wechselwirkungen mit fettlöslichen Arzneistoffen, beispielsweise die Pille, beispielsweise unsere Blutverdünner, beispielsweise die fettlöslichen Vitamine. Hier wird empfohlen, Zeitabstand mindestens 4 Stunden. Das Präparat sollte nach ärztlicher Rücksprache eingenommen werden bei Magen-Darm-Erkrankungen, beispielsweise den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, bei einem ausgeprägten Reizdarm oder bei langfristiger Medikamenteneinnahme. Allergische Reaktionen sind möglich, insbesondere bei Personen, die schon gegen Hausstaubmilben allergisch reagieren. Es gab ein zweites Präparat, das Lipobind. Hier war ein Faserkomplex aus Feigenkakteen enthalten. Wirkung genauso wie das Chitosan. Die Fette werden adsorbiert und damit nicht resorbiert. Füllstoffe, Ballaststoffe oder sogenannte Sättigungskomprimate.
Diese füllen den Magen und reduzieren damit das Hungergefühl. Einnahme 30 Minuten vor dem Essen, da wir Quellstoffe haben, möglichst viel Flüssigkeit einnehmen. Im schlimmsten Fall kann es zum Darmverschluss kommen. Ich verweise auf das entsprechende Kapitel im Magen-Darm-Kanal. Eingesetzt werden abbaubares Kollagen, früher in Matrikur, Alginate oder Alginsäure, Flohsamen, Haferkleie, Weizenkleie, Guarmehl. Auch hier ein Präparat von Formoline. Ich will keine Werbung dafür machen. Es gibt noch andere Präparate. Hier ist enthalten das Glucomannan, also Cognacmehl. Diese Präparate sind Nahrungsergänzungsmittel. Es gab früher mal ein zellulosehaltiges Medizinprodukt. Enthalten war nicht abbaubare Zellulose. Die Folge: es gab lebensbedrohliche Darmverschlüsse. Das Präparat wurde dann erst verschreibungspflichtig und dann ganz außer Handel genommen. Nur eine Anmerkung zum Leinsamen. Im Leinsamen ist Leinöl. Das heißt, da ist relativ viel Energie enthalten und deshalb ist der Leinsamen zum Abnehmen nicht ideal. Der Leinsamen sollte nicht geschrotet werden. Die Quellstoffe sitzen außen in der Epidermis. Durch das Schroten wird vermehrt fettes Öl frei und dieses wird ranzig. Zum Liraglutid. Die Substanz ist ein GLP-1-Rezeptor-Antagonist. GLP-1 ist die Abkürzung für Glucagon-like-Peptide 1. Das ist ein Peptidhormon aus dem Darm und gehört zu den sogenannten Inkretinen. Das Liraglutid ahmt das Inkretin nach, ist ein Inkretin-Mimetikum, also ein GLP-1-Rezeptor-Agonist. Deckt sich fast hundertprozentig mit dem körpereigenen GLP-1. Die Substanz muss subkutan appliziert werden. Zur Wirkung: es wird die Magenentleerung verzögert. Damit wird der Appetit gehemmt. Es kommt zum Sättigungsgefühl. Ein weiterer Effekt: der Blutzucker wird gesenkt. Die Substanz wird auch bei Typ-2-Diabetes eingesetzt. Der Blutzucker wird gesenkt, ohne dass es zu einer Hypoglykämie kommt. Das heißt, die Insulinsekretion wird streng glukoseabhängig postprandial, also nach dem Essen, stimuliert. Zur Anwendung: als Ergänzung zu den Basis Maßnahmen, kalorienreduzierte Ernährung und körperliche Aktivität bei Erwachsenen mit einem BMI größer gleich 30 oder mit einem BMI größer gleich 27 mit Begleiterkrankungen. Das hatten wir eben schon gehabt. Liraglutid kann auch bei Jugendlichen über 12 eingesetzt werden. Voraussetzung 1: Körpergewicht über 60 Kilogramm. Und Voraussetzung 2: eine Adipositas, der BMI entsprechend über 30 nach internationalen Cut-off-Punkten. Auch hier eine Tabelle aus der Fachinformation. Cut-off-Punkt beispielsweise für Adipositas nach Geschlecht zwischen 12 und 18. Das Präparat ist ab 12 zugelassen. Beispielsweise Alter 14 und wir haben einen Mann, in dem Fall der BMI 27,63. Die Dosis wird langsam gesteigert von 0,6 Milligramm pro Tag auf 3. Nach 12-wöchiger Behandlung ohne ausreichende Reduktion des Körpergewichts ist das Präparat abzusetzen. Applikation, wie gesagt, streng subkutan, einmal täglich. Das einmal täglich reicht. Da hier ein Fettsäurerest eingebaut worden ist,
Mit der Folge, das Molekül lagert sich an Albumin, es entsteht ein Depoteffekt. Die Dosierung ist höher als bei Diabetes Typ 2. Zu den Nebenwirkungen, gerade zu Beginn Schlafstörungen, Schwindel. Es kann zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall kommen, zu Tachykardie, selten zur Pankreatitis. Im Tierversuch gab es Tumoren der Schilddrüse. Zu den Wechselwirkungen. Die verzögerte Magenentleerung kann auch eine verzögerte Resorption anderer Arzneistoffe bedeuten. Die Substanz allein erzeugt keine Hypoglykämien, beim Diabetiker aber beispielsweise dann zusammen mit den Sulfonylharnstoffen oder mit Insulin. In dem Fall haben wir ein erhöhtes Risiko für Hypoglykämien. Zu weiteren Präparaten. Es gibt ein Homöopathikum, das Cefamadar. Dieses soll die Esslust verringern. Es gibt Präparate mit Blasentang. Blasentang enthält Jod. Jod soll über die Schilddrüse den Stoffwechsel steigern. Beispiel wären die Kilonit-Tropfen. Enthalten ist Blasentang, außerdem sind Birkenblätter darin und Brennnessel. Spargelpulver, spargel dich fit. In der Werbung regt den gesamten Organismus zur Entschlackung und Entwässerung an. Gifte und Schadstoffe sollen ausgeschieden werden. Unterstützung der Gewichtsabnahme. Ich würde es nicht empfehlen. Carnitinhaltige Produkte sollen die Fettverbrennung fördern. Keine Wirkung haben Apfelessig gezeigt. Und schon gar nicht die sogenannten Riechstifte. In der Werbung schnuppern sie sich schlank. Es gab schon ein bisschen länger her ein sehr teures Produkt, den Fettkiller namens Pu-R-Tee. Darin war nichts anderes als ein bisschen schwarzer Tee. Aufpassen! Von Ärzten wurden früher bedenkliche Mischungen verschrieben. Es gab Todesfälle nach der Einnahme. Entsprechend finden wir Hinweise im NRF. Bedenklich heißt ja, wir dürfen die Präparate nicht abgeben, auch wenn der Arzt sie verordnet hat. Es sind wüste Gemische gewesen, die hier eingesetzt worden sind. Das waren die Schilddrüsenhormone, das Thyroxin zur Steigerung des Stoffwechsels. Das Jod hatten wir schon erwähnt. Es waren die Adrenergika drin, also Appetitzügler. Es waren Diuretika und Laxantien enthalten. Substanzen, die Wasser, aber auch Elektrolyte ausscheiden. Und es waren Antidiabetika und Wachstumshormone beispielsweise enthalten. Also nochmal, es gab Todesfälle nach solchen wüsten Mischungen, die von Ärzten verschrieben wurden. Die Ärzte sind damals im Gefängnis gelandet, die Apotheken aber auch, die Apotheker, die solche Mischungen dann auf ärztliche Verordnung hergestellt haben. Schauen wir uns zum Schluss die chirurgische Adipositas-Therapie an, die sogenannte bariatrische Chirurgie. Also hier geht es um eine Chirurgie, die das Gewicht reduzieren soll. Eingesetzt wirklich nur in schweren Fällen, also beispielsweise bei einem BMI über 40 Kilogramm pro Meter zum Quadrat, wenn alle anderen Therapien nicht geholfen haben. Das Ziel ist eine Verkleinerung des Magenvolumens, damit ein schnelleres Sättigungsgefühl zu erzielen und eine verminderte Nahrungsaufnahme. Und das möglichst noch mit der Ausschaltung von bestimmten Dünndarmabschnitten. Das heißt, hier wird eine absichtliche Malabsorption herbeigeführt. Verwendet wird das Magenband. Nicht mehr so häufig, da die Komplikationsrate recht hoch ist. Eine operative Verkleinerung des Magens, eine Teilresektion, beispielsweise der Schlauchmagen. Dann der Magenbypass, es bleibt ein kleiner Vormagen, ein Push,
ein kleiner Beutel und dann wird noch der erste Dünndarmabschnitt ausgeschaltet. Andere Möglichkeit wäre ein Magenballon. Das war die medikamentöse und die chirurgische Therapie von Adipositas. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.